بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wie ihr sicherlich gehört habt, kam es gestern zu einem Ereignis in Hamburg. Ein wohl palästinensischer Muslim hat ein riesengroßes Messer in einem Laden rausgenommen, einen Menschen getötet und mehrere verletzt. Und er lief dann auf die Straße. Man weiß noch nicht genau, was sein Motiv gewesen ist. Es wird jetzt davon erzählt, dass er wahrscheinlich ein Islamist war. Sicher steht da steht noch nichts fest. Aber Fakt ist, was feststeht, ist, dass es ein Verbrechen war. Fakt ist, dass ein Verbrechen war, was da passiert ist. Und dann wurde erwähnt, dass auf der Straße mehrere Passanten ihn sozusagen aufgehalten haben, mit Stühlen aufgehalten haben und ihn mehr oder weniger auch zur Aufgabe gezwungen haben und dass er dadurch auch durch diese Passanten überwältigt werden konnte. Ich habe mich eigentlich schon darauf vorbereitet, über dieses Ereignis zu reden und heute zu sagen, warum wurde nicht erwähnt, dass diese Leute, die dort diesen Verbrecher aufgehalten haben, dass das Muslime waren. Ich habe mich eigentlich schon darauf vorbereitet, wollte draufschlagen auf die Medien. Aber wir sind nicht wie die Medien, wir lügen nicht wie die Medien, wir lügen sowieso nicht. Und weil die Medien lügen, selbst wenn sie beim Lügen ertappt werden, lügen sie immer weiter, weil sie wissen, sie haben so viel Input, dass sie damit die Menschen manipulieren können. Sondern wir sagen die Wahrheit, wir müssen gerecht sein, denn Allah wird uns nur helfen, wenn wir gerecht sind. Und wenn es schon um Wahrheit geht, wollte ich kurz erwähnen, in As-Sahiha von Sheikh Al-Albani, Hadith Nummer 1911, da überliefert wird vom Propheten alayhi salat zum überliefert über Ali radiallahu anhu, dass er gesagt hat: Zil man qatak wa ahsin illa man asa' ilayk wa kul al-haq wa la ala nafsik. Das heißt, ja, verbinde den, der mit dir gebrochen hat, und sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Das kommt natürlich auch hier auf bestimmte Situationen an, aber jetzt ganz wichtig: wa kul al-haq wa la ala nafsik, und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Nicht wie der Herr Richter Schreiber im Fall von Sven Lautzu sich selber verraten hat, wo er gesagt hat, nicht jeder sagt immer die Wahrheit und nicht jeder lügt immer. Damit hat er ja selber gesagt, dass er ab und zu lügt. Ja, im Islam wäre er jetzt schon, könnte er kein Richter mehr sein. Wenn er selber zugibt, dass er ab und zu lügt, könnte er im Islam kein Richter mehr sein. Würde nicht mehr akzeptiert werden, gilt als nicht mehr vertrauenswürdig. Ja? Das heißt, der Richter hat selber das zugegeben im Fall von Sven Lautzu. Aber auf jeden Fall, wir sagen die Wahrheit, und es ist so, dass einige Medien dann darüber berichtet haben, dass tatsächlich die Helden von Hamburg, und ich nenne sie die Helden von Hamburg, die diesen Verbrecher aufgehalten haben, dass das Tunesier gewesen sind. Und ich muss sagen, erstmal von mir, falls diese Brüder das bekommen, ich möchte auch von euch, dass ihr dieses Video hier verbreitet. Denn in den Medien wird trotzdem sehr wenig darüber berichtet, dass diese Brüder, die diesen Verbrecher aufgehalten haben, Muslime gewesen sind. Ja, deswegen müssen wir das über die sozialen Medien verbreiten. Deswegen teilt alle dieses Video. Ich möchte erstmal sagen zu den Brüdern, falls sie diese Botschaft bekommen, Jazakumullahu khairan, möge Allah euch belohnen. Und ich möchte an alle Brüder und Schwestern da draußen sagen, dass diese Brüder richtig gehandelt haben. Denn der Prophet alayhi salam hat gesagt, helfe deinem Bruder, egal ob er im Recht ist oder ob er im Unrecht ist. Daraufhin sagten die Sahaba, ja, es ist klar, dass wir unserem Bruder helfen, also unserem Bruder in der Religion, wenn er im Recht ist, aber warum im Unrecht? Das zeigt, die Sahaba haben schon verstanden, das höchste Prinzip im Islam ist die Gerechtigkeit. Deswegen hat Allah die Bücher herabgesandt, deswegen hat Allah die Propheten entsandt. Und dann sagt der Prophet, ihr helft ihm, indem ihr ihn davon abhaltet, Unrecht zu tun. Und deswegen, Alhamdulillah, dass diese Brüder so mutig gewesen sind und so viel Zivilcourage gezeigt haben. Ich bin wirklich stolz, ich hatte heute Tränen wirklich ungelogen in den Augen gehabt, weil das, was die damit erreicht haben, mit dieser Botschaft, durch diese, weil Taten sprechen sehr häufig lauter als Worte, das kann ich in 100 Vorträgen, kann ich das nicht erreichen. Und eigentlich, wenn wir reden von Islamisten, von diesem Begriff, Islamisten, das bedeutet ja, die Person hält sich an den Islam.
Das sind eigentlich diese Leute Islamisten, weil die haben sich an den Islam gehalten und haben jemanden davon abgehalten, etwas Schlechtes zu tun, Menschen umzubringen, abzuschlachten. Und nicht derjenige, der unschuldige Menschen abschlachtet mit einem Messer ohne Vorwarnung, feige. Man sieht, dass er ein Feigling gewesen ist. Als die drei dann mit den Stühlen kommen, hat er sich nicht mehr getraut. Aber obwohl die weniger bewaffnet waren als er, aber vorher kann er auf unschuldige Menschen einstechen. Aber so kennen wir diese Leute. Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass er einfach nur ein Psychopath gewesen ist. Aber das erstmal dazu. Deswegen, Alhamdulillah, möge Allah die Brüder belohnen. Und auch ein Aufruf an alle Muslime, immer Zivilcourage zu zeigen, Mut zu zeigen. Und wenn ein Bruder etwas Unrechtes tun will, dass man ihn davon abhält. Mit allen möglichen Mitteln, die einem erlaubt sind. Selbst wenn es um Notwehr geht. Hier die andere Sache, die man einfach kapieren muss, weil es ist ein falsches Verständnis in der Umma verbreitet worden, dass wir für jeden Schrott, den irgendein Muslim macht, Verständnis haben müssen. Es gibt also wieder diese zwei Extreme. Einmal jeder Schrott, den ein Muslim macht, wir müssen Verständnis haben und auf der Seite des Muslims sein. Nein. Sondern wir sind auf der Seite des Muslims, wenn der Muslim gerecht ist. Wir sehen verschiedene Beispiele, wie Umar al-Khattab beispielsweise einen Muslim bestraft hat, weil er ungerecht zu einem Christen war. Es geht um Gerechtigkeit. Um Gerechtigkeit geht es. Auf der anderen Seite sehen wir das Extrem von Muslimen, die immer, sobald der erste Windzug kommt, sofort umfallen.